DFB-Pokal, zweite Runde. Fair gegen Holstein Kiel. Rollenverteilung klar, Kiel Favorit, wer oder Fair Underdog. Holstein Kiel geht auch wie erwartet in Führung, 13. Minute 1-0. Du denkst ja, jetzt drehen sie auf. Falsch gedacht, 45. Minute, Hecker 1-1. Halbzeit 1-1. Endstand, also nach 90 Minuten 1-1. Nach 120 Minuten 1-1. Und dann gehen wir in ein Elfmeterschießen, das 8-7 endet. Wodurch wir ein Insgesamtergebnis haben von 9-8 für Werl. Am Ende Keeper hält, Werl trifft, weiter. Das Weiterkommen ist auch nicht unverdient, das ist verdient, sie waren statistisch gesehen nicht mal schlechter. 8 Schüsse von Werl, Holstein Kiel nur mit 18. 8 aufs Tor von Werl, Kiel nur mit 3. 38% Ballbesitz für Werl, okay. 62 für Kiel, aber Ball ist nicht alles, kennt man ja im Fußball. 460 Pässe von Fair, 730 von Kiel, 76% Passgenauigkeit von Werl, 79 von Kiel. Werl hat 8-mal gefoult und 2 gelbe Karten gesehen, währenddessen Kiel 16-mal gefoult hat und 2 gelbe Karten sah. Ja, die Sensation ist geschafft. Werl ist weiter, Kiel ist raus. Glückwunsch in Runde 3, ich freue mich auf euer nächsten Gegner.